Pharaoen die Herrscher von Ägypten. Jeder hat seine eigene Pyramide als Zeichen von seiner Macht. Den Göttern ist zu verdanken, dass es am ägyptischen Volk so gut geht. Doch die letzte Trockenzeit hat vieles verändert. Die Nahrung ist knapp geworden und anstatt Steinmetzen sind plötzlich Streitwagenreiter umhergezogen. Jeder Mann, der hätte können, ist für seinen Pharao aufs Ross gestiegen und hat ihm versucht zu helfen. Doch am Ende war im Land am Nil nur noch ein Pharao herum. Doch die Trockenzeit ist vorbeigegangen und Wasser ist wieder durch den Nil geflossen. Die Leute sind wieder ihren alltäglichen Arbeiten nachgegangen. Nach vorne geht's weiter! Hey, jetzt raus! Jetzt führt unsere Geschichte uns an einen speziellen Ort, nach Oberwald im Wallis. Wir bewachen es durch! Da lebt noch der letzte Pharao. Doch leider geht es ihm nicht mehr so gut, weil er hat seine richtige Maske verloren. Ich bin ein Pharao, der Herrscher von Ägypten. Doch Hoffnung ist noch um, weil ein kleiner Jungwächter namens Lino will am Pharao helfen. Pharao, du siehst so traurig aus. Was ist los mit dir? Ich, der mächtige Herrscher von Ägypten. Ich habe meine Maske verloren. Jetzt brauche ich Hilfe. Ja, ich kann glaub, schon ein paar Leute auftreiben, die mir da können, dir helfen können. Und so macht sich der Lino auf den Weg, um die Maske zu suchen. Zuerst trifft er mal am Fluss den Sklavenhändler. Ciao, du, Sali. Hey, hoi. Hey, du, ich bin auf der Suche nach dem Pharao seiner Maske. Oh, ja. Kannst du mir noch weiterhelfen, sonst ist es auch da wärst. Ich glaube, du hast sicher Nutzen für dich. Schenkst du mir die einfach? Schenke dir die einfach, Mit der Unterstützung von zwei Sklaven geht Lino zum Priester, um ihn nach Hilfe zu fragen. Hey, kannst du mir echt weiterhelfen? Ich bin am Pharao, seine Masken am Suchen. Dann muss ich zuerst die Mumie befragen, oder? Zusammen gehen sie zu der Mumie, um sie zu fragen, wo die Maske vom Pharao ist. Doch nur noch die Sklaven können die alten Traditionen und können den Geist der Mumie aufbeschwören. Zwei Sklaven die Freiheit geschenkt und geht jetzt allein die Maske zurückerobern. Halt! Ja was, ich muss aber durch. Was machst du denn allein durch? Alleine bist du nicht würdig durchs Durchschreiben. Ja, ich brauche noch ein paar Leute im Fall. Ich muss wirklich noch, jeder, der das sieht, ich brauche unbedingt ganz viele Leute, die mir kommen, die Maske suchen. Das ist der Pharao mega enttäuscht von mir. Dich braucht es, jeder braucht es, du musst kommen helfen. Doch untätig ist auch der Lino nicht. Zusammen mit seinen ägyptischen Kollegen macht er sich auf den Weg, um die Maske zurückzuerobern.